Und das erste, was wir machen werden, ist mal hier den Vogt fragen. Der weiß bestimmt einiges. Okay, der kann mir nicht helfen. Gut, dann fragen wir mal. Kann ich dich fragen? Möge Gott dich. Ne, dich kann ich auch nicht fragen. Ach mal, wen kann ich denn immer fragen? Hier, dich kann ich bestimmt fragen. Ne, dich kann ich nur bestehlen. Wen frage ich denn dann danach? Ihr reden? Nö, dir kann ich auch nicht reden. Ihr auch nicht, du bist der Wirt. Ila? Nö. Ich kann mit keinem hier reden darüber. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal zu Ulrich. Mal gucken, was der weiß. Dann gehe ich jetzt erstmal zu Ulrich. Mal schauen. Vielleicht weiß der ja irgendwie mehr als ich. Das war jetzt nicht sehr hilfreich, weil hier komme ich nicht weiter. Wir haben eindeutig zu wenig Brücken in diesem Spiel. Eindeutig zu wenig Brücken. Ja, aber wie ihr seht, also so langsam komme ich doch ganz gut aus gegen die Leute, gegen die ich kämpfen muss. Vielleicht, aber nur vielleicht, haben wir ja inzwischen den Punkt des Spiels überschritten, wo ich tatsächlich dann auch stark bin. Und mich auch tatsächlich da mal zur Wehr setzen kann. Das wäre ja schön. Ich würde mich da tatsächlich auch sehr drüber freuen, weil dann wäre das auch mal der Punkt, wo man sagen kann, okay, ab jetzt ist es auch mal möglich, diese Quests vernünftig abzuschließen. Händler entdeckt? Was? Wo denn? Reden. Ich kann mit dir nur würfeln. Okay. Händler? Okay. Ja, spannend. Ich esse jetzt erstmal nochmal was. Lecker, lecker, lecker. Stehlen. Ulrich. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... das andere eben. Das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau. Deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können. Weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Uschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Kommt sofort. Na schön. Dann, mit wem können wir denn dann jetzt mal reden? Wer bist du denn? Sprich mit dem Freskenmaler. Wo ist er denn? Du das? Ne, der ist dann wahrscheinlich hier drin, ne? Du das? Der Freskenmaler. Beste Grüße. Wie ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Okay, wissen wir jetzt. Wozu du Quecksilber brauchst jetzt zum Malen natürlich, ne? Warte, möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Ja, bitte sehr. Oder würfeln? Auf gute Gesundheit. Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Okay, was würfelst du denn an? Sag mir, was du zu verkaufen hast.
Das Leben im Wirtshaus. Und noch eine Schatzkarte. Oh, das ist cool. Ja, gib mal her. Bier. So, das heißt, wir können jetzt erstmal mit den... dem Tönnes hier sprechen. Die Sache ist die, ich will mal einmal auf die Schatzkarte gucken. Monastery, Sasau. Heißt Monastery vielleicht Kloster? Moment, lass mich mal gucken. Also da muss eine große Brücke sein. Und dahinter ein Haus. Oder habe ich Schatzkarte 3 vielleicht schon mal gemacht? Weil hier drüben war ich noch nicht, ne? Weil hier wäre eine große Brücke über den Fluss. Ich bin ja schon interessiert, die Schatzkarte zu machen, ne? Aber danach müssen wir noch ein Stück zurück, sagt er hier. Das muss auf einer Erhöhung stehen, das Haus. Also Sasau muss unten liegen. Ist ein Fluss. Ja, da kann Monastery ja nur das Kloster sein. Das heißt, das muss irgendwo hier sein, würde ich mal raten. So, hier noch ein Stück runter und dann hier muss das irgendwo sein. Okay, come on. Wir gehen Schatz suchen, Freunde. Scheiß auf die Quest. Ey, die Schatzsuchen sind jetzt mal so geil. Die machen so Spaß, ehrlich. Ich So, wir reiten da jetzt erstmal hin. Weil wir müssen auch einmal über die Brücke drüber. Ganz wichtig. Hopp, ey. Hopp. Wir müssen ja eh auf die andere Seite. Das heißt, wir müssen mal einmal gucken, dass wir... diese Brücke da hinten müssen wir ansteuern. Das heißt, so hoch, dann da links. Ja, ja, passt schon. Okay, also wir sind auch wie gesagt auf dem Weg. Oh, was ist das denn da Cooles? Was ist das denn hier Cooles? Ziemlich kistenlos. Schade. Wir müssen hier wieder hoch, ne? Ne, wir müssen hier runter. Hier runter. Ach guck mal, hier gibt es einen Schleichweg, den habe ich gar nicht gesehen. Da sieht mal einer an. Ja. Und dann müssen wir gleich gucken, dass wir den Weg rüber finden. Genau, hier ist nämlich die Brücke gleich, oder? Ist hier die Brücke? Ja, hier ist die Brücke. Genau, die müssen wir nehmen. Und jetzt müssen wir nämlich einen Tacken zurück. Oh, ey. Einen Tacken zurück müssen wir und dann müssen wir ungefähr hier hin. Ungefähr da, würde ich mal schätzen, weil das ist schon noch ein gutes Stück zurück. Ich würde mal da jetzt einfach mal zu Fuß hinlaufen und gucken einfach mal, was ich finde. Es muss ein Haus sein, ein Haus auf einem Berg. Sollte man ja eigentlich finden können. Mal schauen. Ein Haus auf einem Berg. So schwer kann das ja nicht zu finden sein. Ich habe jetzt auch nur so ungefähr die Stelle markiert. Ich bin jetzt allerdings mal ein bisschen großzügiger gewesen mit dem Zurückgehen. Weil ich da die letzten Male auch schon drauf reingefallen bin, dass ich nicht weit genug zurückgegangen bin wieder. Hey. Okay. Ich kann jetzt nicht weg. Ich habe Verpflichtungen. Okay. Das heißt...
Wir sind schon ein Stück zu weit auch da nach hinten gelaufen. Okay. Ich habe eine neue Hauptstufe gekriegt. Ja, was können wir denn da nochmal skillen? Was ist das denn da? Das ist gut. Das machen wir als nächstes, weil jedes Mal, wenn ich dann nämlich lerne oder sowas, dann fällt mein Hunger nicht oder so. Aha. Ja, guck mal, never mind. Wir haben es gefunden. Das Haus auf dem Berg. Ist das das richtige Haus? Das wird höchstwahrscheinlich das richtige Haus sein. Geh mal davon aus, dass das hier das richtige ist. Ja, das ist wahrscheinlich das Richtige. Cool. Und noch ein Würfel mit ungeraden Zahlen. Dann lass uns mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall das bekommen. Das ist schon mal Agilität 13. Deswegen kann ich das schon mal nicht tragen. Die Sache ist halt die, wenn ich das jetzt mal so gucke. 45, 75, 3. I don't know, mate. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil wie gesagt, das liegt daran, dass die Agilität wirklich sehr viel schlechter ist bei dem Schwert. Ups. Warte mal, jetzt habe ich das, wollte ich das gar nicht. Wollte, das will ich nochmal einmal wieder haben. Darf ich mal? Dankeschön. Rüstungen. Ausgerüstet. Achso, ja, ist schon klar. Ne, der ist schlechter. Okay. Der ist besser. Also wir werden ab jetzt die tragen. Die sind schlechter natürlich. Der macht Charisma 14. Meiner macht... Ne, der macht Charisma 15. Der macht Charisma 14. Na, dann wird's meiner. Okay. Ja, warte mal, den müssen wir auch noch rüber tun. Die Wolfszähne müssen auch noch mal rüber. Ja, die Schatzkarte kann rüber. Link wie ein Wiesel kann rüber. Ja, dann müssen wir noch das da lesen, ne? Okay. Da sind wir fündig geworden. Sehr schön. Gefällt mir. Und dann können wir von jetzt aus hier wieder nach Sasau reisen. Und uns um die Quest kümmern. Genau, wir sollten nämlich jetzt mit dem... Wir sollten zum Kloster reisen, weil wir müssen ja die Nachforschungen des Klostermeiers ja, machen. Ne? Wir sollten da ja weiter forschen. Okay. Was ist denn hier passiert? Sieht aber so aus, als ging es dem gut. Das ist doch schön. Schläft einfach nur. Ab. Hilfe des Klostermeiers. Okay, was soll ich jetzt hier finden? Ich rede mal mit dem. Gott sei mit dir. Quecksilber. Auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Es war der junge Smola. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten. Und weiß Gott, wen sonst. Jesus Christus. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Sieht so aus. Leszek hat ihm geholfen, aber er ist tot. Also sollten die Dinge sich jetzt beruhigen. Gott sei Dank. Trotzdem werden wir das Kloster neu einsegnen müssen. Ja, okay. Möge Gott über dich wachen. Das heißt, wir sollen mit dem Gehilfen reden. Das ist der da hinten, ne? Rede ich mal einmal mit dem.
Guten Tag. Wie kann ich helfen? Quecksilber. Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Ich frage. Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Was ist, wenn der Maler fragt? Als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Okay. Lüg mich nicht an. Scheiße. Sag mir sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie. Ist denn so? Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was meinst du? Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht, und ich habe keinen Grund dazu. Herr Gott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, genau. Normalerweise würde ich so etwas nie tun. Alles, was du weißt. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet. Nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang. Ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Roten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Okay. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster. Dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Ah, okay, krass. Die Übergabe ab. Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Okay. Oh, danke schön. Möge Gott über dich wachen. Okay. Sprich mit Meister Pfeffer. Das machen wir zuerst und danach gucken wir uns den Übergabeort an. Wenigstens wissen wir dann schon mal was über das Quecksilber. Schon mal einen Anfang, ja? Also dann bist du das hier? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Und du hast die gleiche Frise wie der Vikar. Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Ach, guck mal. Ich verstehe. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Nein, noch nicht. Es könnte sich auszahlen. Schon dabei. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, na, natürlich. Guck mal, das ist doch mal eine Ansage. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Master Graveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Okay. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Selbstverständlich. Selbstverständlich, mein Freund. Okay. Dann viel Glück. Dann wollen wir mal hochgehen. Erstmal gucken wir uns jetzt gleich mal den Übergabeort des Quecksilber an. Das ist das Erste, was wir jetzt gleich machen. Guck mal, wenn ich nämlich jetzt schnell reise, verliere ich, glaube ich, keinen Hunger mehr, ne? Wäre natürlich von maximalem Vorteil. Das wäre sehr cool. Da würde ich keinen Hunger mehr verlieren, wenn ich lese. Würde ich keinen Hunger mehr verlieren, wenn ich schlafe. Wenn ich schnell reise. Wäre natürlich schon praktisch. So, dann wollen wir noch mal schauen. Hinten.
Also wie gesagt, wir haben jetzt 22.000 Groschen. Also wir sind wirklich reich. Wir brauchen vorerst erstmal nichts mehr zu klauen, es sei denn, die Gelegenheit ergibt sich. Aber wenn dem, wie gesagt, wenn dann nichts mehr passiert, also wenn sich die Gelegenheit nicht ergibt und ich sag mal, ich stehe vor einer absolut verschlossenen Truhe, dann mache ich das doch nicht mehr auf. Also ich gehe jetzt nicht mehr extra los wie früher und gehe auf Raubzug. Also so wie es aussieht, bin ich stark genug, die meisten Quests hier schaffen zu können. Da hinten muss das sein, ne? Ne, hier ist es nicht. Hier ist ein interessanter Ort. Ja. Dann müssen sich mal umgucken, ne? Und ein Unfallort zusätzlich. Licht anmachen hier. Und noch eine Höhle. Heiliger Strohsack. Oh. Guck mal, so was hier. Das ist nämlich was ich meine. Deswegen gucken wir uns nochmal schön um. Wir hoffen, dass wir hier vielleicht auch noch was Brauchbares finden. Und wir finden. Alter. Das nicht nochmal irgendwie ein Schatz ist. Wir mal angucken, was die Rüstungen können. Sieh mal eine an. Okay. Waffen. Oh, der ist tatsächlich besser als meiner, ne? Aber den kann ich noch nicht tragen. Ah! Okay, dann kommt der auch erstmal rüber. Die sind schlechter als meine. Die sind schlechter als meine. Ja, wir haben natürlich jetzt Bücher, bis der Arzt kommt. Ne? Marathon 4, das kann auch rüber. Für Gegenmittel auch gut. Ja, wir können natürlich jetzt erstmal lesen, bis der Arzt kommt. Okay, wo genau soll das jetzt sein? Hier? Hier. Warum sitzt sie hier rum? Warum nicht? Genießen die Aussicht. Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Okay, kennst du jemanden namens Rapota? Rapota, sagst du? Rapota. Nein, sagt mir überhaupt nichts. Okay. Pass auf, du Possenreißer. Ich untersuche ein Verbrechen gegen den König im Dienste von Herrn Ratzig. Wollt ihr wirklich so tun, als wüsstet ihr von nichts? Warte mal. Was soll das heißen, Verbrechen gegen den König? Ich halt bloß die Augen offen. Wenn ein Wagen kommt, sehe ich zu, dass ihn keiner überfällt. Wird dafür bezahlt, mehr nicht. Na also, geht doch. Okay. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Ich sag's euch als Freund. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Rapota ist abgehauen und wird sich hier nicht so schnell wieder blicken lassen. Ihr könnt packen und heimgehen. Was? Der Scheißkerl schuldet mir ein Dutzend Groschen. Verdammt, was jetzt? Hier bleiben wir jedenfalls nicht. Na, besser ist das auch. Hätten sonst vielleicht wochenlang hier gesessen. Nee. Na, was spachteln hier? Geht ihr jetzt weg? Sie geht weg. Hier ist er auch. Ey! Zu den Waffen! Hier kommt ein Ziehschwert. Oh,
Autsch, 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 Autsch. Oh, meine Güte. Okay, wir müssen kurz Ausdauer regeneraten. Boah, der ist gut. Ich mein's ernst. Warum bin ich eigentlich so langsam gerade? Ui. Ah, bin überfressen, ne? Deswegen bin ich wahrscheinlich... Bin ich mein Schild draußen? Warte mal. Ne, ich hab nämlich... Aha. Deswegen klappt das mit den Blocken auch nicht, weil ich mein Schild nicht am Start hab. Alter! Die hab ich ja komplett geschlachtet. Was war da denn los? Okay, so war das eigentlich nicht gedacht, ne? Alter, der hat voll gutes Zeug dabei. Das nehmen wir alles erstmal mit, ne? Und natürlich auch das. Nee, aber der ist was wert. Die Pfeile will ich auch haben. Alles, was über 100 wert ist, möchte ich auch haben. Und deine 12 Groschen. Ja, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Muss ich zugeben. Eigentlich wollte ich die gar nicht töten. Aber mir blieb jetzt halt leider nichts anderes übrig. Die haben mich halt angegriffen. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, nur was klauen. Aber, ja, wie das Schicksal halt manchmal so spielt, ne? Wie sieht eigentlich unser Ruf aus bei den einzelnen Spielerruf? Eigentlich sind wir überall ganz gut dabei, ne? Ja, wir sind eigentlich überall ganz gut dabei. Außer natürlich in Prübislawitz, aber da ist halt auch nichts mehr, ne? Okay. Also das hat jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht hier. Was hast du hier zu suchen? Oh Moment, what? Alter. So. Du kannst gehen. Und komm nie wieder. Komm. Ich verstehe. Gott sei mit dir. Komm, du darfst leben, Chef. Ich lass dich leben. Hast nochmal Glück gehabt. Scheiß Bandit, ey. Gibt aus dem Maul. Ich glaube, ich spinne hier, ey. Ich glaube, es geht los. Gut, dann reden wir jetzt nochmal mit dem Präger-Tönister. Aber wer das Kupfer bearbeitet, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich könnte allerdings mal mit dem Schmied reden. Das wäre auch nochmal eine Alternative, ne? Weil der sagte, der Ulrich sagte, der ist von morgens bis abends am Durchmalochen. Verdächtig, auf jeden Fall. Aber ihr seht, Freunde, also so langsam aber sicher können wir einigen Menschen hier matchen. Das ist natürlich sehr cool, ne? Na gut, dann nehmen wir uns zuerst den Schmied vor. Ist natürlich cool, dass wir jetzt dann doch dem einen oder anderen hier schon mal matchen können. Macht das Spiel für mich natürlich auch ungemein einfacher. Wenn die Kämpfe für mich nicht mehr so unheimlich schwierig sind, ne? Weil da muss ich sagen, das hat mich am Anfang des Games doch schon miserabel abgefuckt. Aber man muss sagen, Prinzip des Games ist ja auch, dass man der absolute Oberdulli ist und man anfängt halt mit nix. Denn Monsieur Schmied. Hallo? Keiner da oder was? Will der Schmied?
Kann schon sein, ne? Komm, ich laber dich mal an. Dorfbewohner. Ne, du bist nicht der Schmied. Fuck, Mann, wer ist denn hier der Schmied? Okay, ich warte mal ein bisschen. Mal bis 20 Uhr, mal gucken, ob dann sich hier einer zeigt. Ne, zeigt sich keiner. Wer bist du? Metzger. Okay, na gut, wir haben aber auch schon ein bisschen später jetzt. Das heißt, wir könnten eigentlich mal einmal kurz zum Gasthaus gehen. In der Haus werden Sasa das Kupfer prägt. Okay. Also wie gesagt, ich möchte gerne einmal zum Gasthaus, bevor ich mich dann jetzt weiterer Ermittlungsarbeit hingebe. Ich muss ja auch noch ein paar Bücher lesen, ne? Und schlafen, muss ich auch mal schlafen? Ne, schlafen muss ich jetzt theoretisch eigentlich nicht, aber ich mach's gleich trotzdem mal. Wir möchten ja, dass es Heinrich auch immer gut geht, ne? Ein Krieger ist nur so stark wie er selbst. Und deswegen müssen wir darauf achten, wie vernünftig arbeiten. Wer bist du denn? Ein Bürger? Back. Gott sei mit dir. Ich suche nach Bruchstücken. Der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht mal für das Gold des Königs. Shit, das heißt, ihm muss ich das per Taschendiebstahl mopsen. Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehme kein Kupfer. Aha. Okay. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich hab dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Aha. Okay, er hat seins immer dabei. Guten Tag. Ich bräuchte einen Schlafplatz. Eine Nacht. Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Okay. Das heißt, wir müssen ihm das Schwertstück auf jeden Fall abnehmen. Per Taschendiebstahl. Das passt mir natürlich jetzt schon mal wieder nicht so. Aber ich will ihn halt auch. Ich kann ihn ja doch nicht einfach umbringen. So, erstmal hinsetzen. Da können wir nämlich jetzt erstmal nochmal was lesen zum Lernen. Da, das hört sich gut an. Oh, ich habe noch nicht die Fertigkeit. Was brauche ich denn dafür? Taschendiebstahl 5. Okay. Kann ich das lesen? Ja, das kann ich lesen. Also ich bin noch nicht Taschendiebstahl 5. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Aber ich bin einen neuen Punkt in Lesen gekriegt. Das ist auch sehr gut. Gib mal her. Was haben wir denn da Schönes? Der Kartograf. Den wollten wir doch haben. Gib mir das. Jawohl. Wir haben die Map aufgedeckt, Freunde. Ach, guck mal, da unten gibt es noch Vranik. Da war ich ja noch gar nicht. Ratei. Alles Jagdgebiete, ne? Hier unten ist eine Höhle. Und dort, ich glaube, hier unten war ich aber auch. Ne, hier war, kann ich auch noch nicht gewesen sein. Sind jetzt hier auch alle interessanten Orte drauf? Ne, nur die Jagdgebiete. Doch, tatsächlich. Wobei, hier könnte ich gewesen sein. Waldgarten, ich glaube, hier gab es einen. Aber hier ist nämlich auch noch eine Höhle. Und da auch. Ich glaube, interessante Orte zeigt er mir tatsächlich nicht an. Aber er zeigt mir alle Höhlen und alle, ja, die Karte ist damit aufgedeckt. Und es ist tatsächlich nur noch ein einziger Punkt hier und das ist Vranik. Alles andere haben wir schon entdeckt. Ja, cool. Waren wir doch schon sehr aktiv.
Hammer. Gefällt mir. I like that. Okay. Habe ich noch ein Buch, was ich lesen kann dabei, zufälligerweise gerade? Warte mal, das kann rüber. Ansonsten, wer braucht Schlüssel 3? Können wir auch noch lesen. Ja, lesen wir das noch durch und dann legen wir uns hin schlafen. Ja, das Problem an der Sache ist jetzt tatsächlich, dass wir dem das Ding abnehmen müssen. Er verkauft mir das halt nicht. Es steht halt wirklich nicht zum Verkauf, ne? Gut, schlafen wir bis... Wohin? Da. Ja, das passt. 4 Stunden Schlaf reicht. Okay, das Blöde ist natürlich jetzt auch, dass das Verfressensein nicht mehr weggeht, wenn ich still stehe. Hat alles, das heißt, alles bleibt so, wie es hier ist. Okay. Sieh dich in der Gravurwerkstatt um. Das ist das nächste, was wir machen werden. Und wie gesagt, wir müssen den Schmied nochmal dran kriegen. Irgendwie, irgendeiner arbeitet hier mit Kupfer. Okay. Dann reden wir mal zuerst mit dem in der Gravurwerkstatt. Wo ist denn der? Ich bin schon viel zu weit, ne? Ja, ich bin schon viel zu weit. Scheiße. Okay. Bin ich voll, die Gravurwerkstatt ist nämlich da unten. Ja. Okay. Also er hat sein, er sagt, er hat sein Ding immer dabei, sein, sein Schwertstück, weil es ihm Glück bringt. Hallo? Okay, ich guck mal einmal, aber in der Gravurwerkstatt wird wahrscheinlich auch noch keiner sein. Hier bin ich falsch. Ja, ich gehe ja schon. Wobei für sowas natürlich jetzt der Meuchelmord ziemlich cool wäre, ne? Verdammte Axt, wo ist denn diese Gravurwerkstatt jetzt? Ach, die ist noch weiter vorne, ne? Da hinten ist die. Ja, ich erinnere mich. Eieieiei. Hier oben nehme ich, ne? Genau. Hat er wieder mitgekriegt, ne? Wer bist du? Er steppt aber nach unten. Stand jetzt mit dem Rücken, er ist jetzt mit dem Rücken zu mir. Münzzeichnungen. Was? Moment. Hab ich jetzt, ich hab jetzt aber. Moment.
Bin ich in der Gravurwerkstatt um? Ja, ich rede mal mit ihm. Gelobt sei Jesus Christus. Wie läuft's mit der Arbeit? Die Arbeit, Meister. Ich komme schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Sag mir, Meister, mir sind in deiner Werkstatt ein paar interessante Entwürfe aufgefallen. Dein Handwerk? Zeig mal her. Sieht wie die Zeichnung eines Prager Groschens aus. Vielleicht die Übungsskizze eines ehemaligen Lehrlings. Mhm. Arbeitest du allein? Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die fünfte Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annimmt. Ja, das kenne ich nur zu gut. Okay. Hat Florian Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Ja, eigentlich schon, ne? Woran arbeitest du? Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Okay. Ab Dank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Alles Gute. Na schön. Das will ich haben. Das nehme ich auch mit. Und wer sieht das? Ja. Das wird er wahrscheinlich sehen, wenn ich mich daran zu schaffen mache. Okay. Wir haben nochmal ein paar Rüstungsteile mitgenommen, die auch ein bisschen was wert sind. Florian. Hier ist auch noch was. Ei, mitnehmen. Kann ja nicht schaden, ne? Die sind sogar besser als meine. Aber nicht viel. Von daher ist nicht schlimm, dass ich die verkaufen muss. Okay, Florian. Wird langsam eng für dich. Wir können jetzt nochmal während des Badehauses sprich mit Florian. Okay, also ich würde jetzt vorerst nochmal den Schmied aufsuchen. Einmal gucken, ob der inzwischen da ist. Guten Tag. Der Vitus. Okay. Tja, du bist natürlich jetzt... Ist alles schlechter als das, was ich habe. Oh, aber warte mal. Was würde das denn bringen? Das ist doch mal gut. Edle Hufeisen. Macht mich ein bisschen schneller. Kauf mal die edlen Hufeisen. Mein Pferd kriegt jetzt nochmal ein paar edle Hufeisen. Okay, Rüstungen, edle Hufeisen, einmal rüber.
Jawohl. Genau so nämlich. Jetzt haben wir edle Hufeisen. Ich bräuchte mal so eine Pferderüstung, Alter. Das wäre geil. Okay, aber der Schmied ist nicht hier. Okay, dann lass uns mal die Badehausdame mal anquatschen. Wobei, nee, wir reden jetzt doch. Wir quatschen mal zuerst die Badehausdame an. Vielleicht hat die ja Interesse daran, über ihre Liebschaft zu lästern. Oh, boah, ey. Bin müde. Bin aber heute schon wieder lange dran am Zocken. Also wirklich sehr, sehr krass lang bin ich schon wieder dran. Und so richtig was gegessen habe ich auch noch nicht, ey. Also wird mir auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass ich mir jetzt gleich mal irgendwie was zu beißen mache. Ja, dann reden wir nochmal mit der Dame des Badehauses. Was? Badeinhaberin, wer bist du denn hier? Ein Bürger. Okay. Hallo, ich würde gerne mit dir reden. Gehst lieber und nimmst ein anständiges Bad. Du durftest nicht gerade nach Rosen. Florian. Zankst du dich mit Lehrling Florian? Zanken? Ich zank gleich mit dir. Mit dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? What? Was passiert? Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Okay. Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Er hat mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Okay, na das passt natürlich, ne? Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen. Haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Kinder, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und enden tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Ja, guck mal. Wo finde ich Florian? Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker. Wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Ganz sicher. Okay, was hat der Vogt unternommen? Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Tja, erzähl mir mehr von ihr. Stündet ihr euch nahe? Hab sie geliebt wie eine Tochter. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Na, das finden wir raus, würde ich sagen, ne? Zurück. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Was hättest du denn gerne? Ich brauche ein Bad und möchte meine Kleidung nähen lassen. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Du wirst es nicht bereuen. Dann viel Glück. Perfekt. Jetzt sind wir wieder frisch. Uns geht's gut. Okay, also hier sind wir nicht besonders weit gekommen. Das heißt, wir sprechen jetzt erstmal mit Florian. Gucken, was der zu erzählen hat. Weil irgendwo muss seine Esther ja jetzt hin sein. Hopp. Hopp. Okay. Der soll im Keller sein, hä? Guten Tag. Hallo. Du siehst aber nicht krank aus. Wirkst du recht aufgeweckt. Was? Wer zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Okay. Es hat mit diesem Mädchen zu tun, nicht wahr? Woher weißt du das?
Unwichtig. Ich wollte gerade sagen, unwichtig. Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nicht mitmachen, ich schwör's. Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Okay. Das tut mir leid. Mir auch. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Okay. Pass auf, Florian, ich fühle mit dir. Aber ich bin nicht der Einzige, der hinter denen her ist. Wenn sie Wind davon bekommen, werden sie das Weite suchen und dann ist deine Esther verloren. Ja, richtig. Wenn Rapota erfährt, dass ich geredet habe, töten sie sie. Nicht, wenn ich Rapota davor erwische. Ist er hier in der Stadt? Ja, ist er. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Okay. Wie hast du das Stanzwerkzeug übergeben? Rapota wartete hinter der Kirche auf mich. Ich wollte es nicht aushändigen, ohne Esther gesehen zu haben. Und erlaubten sie es? Seltsamerweise ja. Sie brachten mich zu einem verlassenen Hof in den Skalitzer Hügeln. Meine arme Esther. Sie hatte Todesangst. Wenigstens weißt du, dass sie lebt. Ja, richtig. Wer weiß, das ist eine Zeit lang her. Und sie ließen sie nicht gehen, nachdem ich tat, was sie verlangten. Sie meinten, sie bräuchten mehr. Mehr Stanzteile? Sie nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig ersetzt werden. Okay, wo finde ich diesen Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Na, ganz bestimmt. Okay. Wieso hast du es keinem gesagt? Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahmen, war es schon zu spät. Okay. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davonkommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Ich zeige es ihm. Okay. Spüre Rapota auf. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wer das ist, ne? Ja. Wer könnte das sein? Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Kauft, Leute, kauft! Gute Leute, kommt und schaut her! Wer bist du? Sasawa Schreiber? Du bist es nicht? Tja, Freunde. Du bist der Priester. Wo ist denn das Krämerlädchen? Hier vorne, ne? Da ist auch einer. Wer finde ich den ja da? Er sagt, er kauft ja Vorräte. Wer bist du denn? Aha, Rapota. Bist du zufällig Rapota? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das möchte ich ändern. Tja, hab aber gerade keine Zeit. Ich gehe dann mal. Nicht so schnell. Na gut, was willst du von mir? Ich weiß, dass du Quecksilber für die Fälscher kaufst. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Stimmt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Also? Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Nee, wir reden da kein anderes Mal drüber, Rapota.
Da vorne. Rapota? Du willst mich doch nicht wütend machen, oder? Du willst mich doch wohl nicht wütend machen? Oder? Bist du nun bereit zu reden? Ich... Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Ich will wissen, wo die scheiß Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Aha, wer ist denn dein Lehnsherr? Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Mhm. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Vinzenz, Graf von Lichtenburg. Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz' Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Und alles nur, weil Vinzenz nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Das ist natürlich spannend. Und wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als dem Henker. Der Scherger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon... Mhm, auf jeden Fall, sehr spannend. Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf, aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Okay, ich habe genug gehört. Ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja? Ich möchte nicht hängen, das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Boah, komm, hau ab. Du bist es nicht wert, dass ich mit deinem Blut mein Schwert beschmutze. Verschwinde, solange du kannst. Du kannst ruhig gehen. Ganz ehrlich, ich habe andere Probleme jetzt gerade. Bitte Ulrich um Hilfe, das werde ich auch tun. Ich werde tatsächlich Ulrich um Hilfe bitten. Weil ich glaube, dass es da ein tougher Fight wird in den Skalitzer Minen. Okay, Ulrich, ich bin tatsächlich fündig geworden. Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeiffer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Der Eingang ist auf der Ostseite eines Hügels. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Daher hole ich lieber Verstärkung. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Okay. Let's go. Warte mal, wo ist denn das? Ah, wir sind gleich schon da. Guck mal. Kommt der mit? Ah ja, da ist er ja. Okay, Ulrich, dann zeig mal, was du so kannst. Bin ja mal wirklich sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ulrich steppt da lang. Okay, nee, Ulrich kommt doch mit. Habe ich mein Schild ausgerüstet? Hab ich nicht. Das heißt, wir müssen das Schild erstmal wieder ausrüsten.
Da sind sie doch. Ich grüße euch. Du bist zur falschen Zeit, am falschen Ort. Zu den... Den haben wir schon mal tot. Nächster. War's das schon? Sei Alarm! Sei vorsichtig! Die Eier gekommen. Was kennst du kämpfen? Oh, das hat gescheppert. Tatsächlich. Oh, sorry. Oh no! Jetzt habe ich den aus Versehen angegriffen. Aus welchem Holz du? Oh. Aufhören! Verdammt! Okay, warte. Aufgeben gibt's nicht. Du bist fällig. Oh, scheiße. Okay. Hier rüber. Oh shit. Okay, das ist nicht gut. Ich glaube, ich hätte Ulrich nicht töten sollen. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. War's das jetzt? Hab ich's jetzt gemaked oder was? Nur blöd ist, ich habe jetzt auch Ulrich getötet. Das war eigentlich nicht der Plan. Ich habe ihn nur aus Versehen getroffen und dann wollte er mich auch attackieren. Hier gebe ich den Gnadenstoß. Natürlich jetzt blöd gelaufen. Leider Gottes ist Ulrich jetzt tot. Aber ich habe mich gut geschlagen gegen diese ganze Masse an Gegnern, oder? Tja. Kann man natürlich jetzt nichts machen. Tut mir leid, Ulrich. Aber irgendwie habe ich dir sowieso nicht vertraut. War ein guter Weg, dich loszuwerden. Guck mal, du hast nur ein paar Groschen dabei. Tja, Ulrich. Scheiße, ey. Voll blöd gelaufen. Ich wollte den gar nicht töten. Alter, der hat aber verdammt gute Sachen. Unschlüssel und das noch für einen Schlüssel. Tja, Chef. Okay, warte, da gucken wir gleich rein. Der ist schlechter als meiner. Das heißt, der kommt rüber. Schlechter als meins, schlechter als meins, schlechter als meins. Das ist besser als meins. Dann kommen die natürlich dran, ne? Schlechter als meins. Die sind auch besser als meine. Dann kommen die natürlich dran. Die sind schlechter als meine. Der ist schlechter als meine. Schlechter, schlechter. Okay. Tja, das ist natürlich jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte hier. Ah, tut mir leid, Mois. Aber ich bin tatsächlich in der Lage, mich auch gegen eine Masse von Gegnern zu verteidigen. Das ist natürlich auch wieder gut zu wissen. So, dann kommt das jetzt noch einmal alles mit hier rüber. Okay, meine Aufgabe ist es jetzt, finde die Werkstatt. Also ich muss jetzt in die Minen rein, oder was? Na toll. Das ist auf jeden Fall schon mal scheiße. Aber diese Skill, dass die Leute ...
Okay, hier ist es nicht. Okay, ich habe Stimmen gehört. Was wird das denn hier, wenn es fertig ist? Was willst du denn hier? Und wer bist du? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Ratzig Kobilla, des Königs Hauptmann. Verstehe. Ja, ja. Ich bin hier, um dich zu verhaften. Oh, was du nicht sagst. Und doch kommst du allein? Ha, sehr mutig von dir, Bürschchen. Oh, shit. Ich brauche keinen Beistand. Es sind sogar schon Könige ohne Armee entthront worden. Jetzt bin ich also König. Und du willst mich entthronen? Wer hat mich eigentlich verraten? Das spielt keine Rolle. Was ist das für eine Rolle? Glaubst du, ich bekomme nicht die Chance, es ihnen heimzuzahlen? Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich wie ein Lämpchen zur Schlachtbank mitkomme. Oh, kann ich ihnen... Du kannst nirgendwo hin. Und wo genau willst du hin? Irgendwohin. Überall wäre es besser als in Kobillas Kerker. Ja, du. Also nach Mähren kannst du nicht. Der Markgraf ist hinter dir her. Und Böhmen? Die Könige mögen sich ändern, aber die Münzen bleiben, mein Freund. Was meinst du damit? Ja, ich wollte gerade sagen. Wer immer König wird, kann nicht zulassen, dass jemand Geld fälscht. Denkst du, ich mach das allein? Nein. Aber wenn im Land wieder Ruhe einkehrt und die Verschwörung gänzlich aufgeklärt ist, werden sie dich nur allzu gern zum Sündenbock erklären. Fälschern wird keine Gnade zuteil. Siehste? Wie auch immer, Kobilla würde mich so oder so am höchsten Baum aufknüpfen. Kann sein, aber du bist ein schlauer Fuchs und ich bin mir sicher, dass du ihm etwas anzubieten hast. Es liegt an dir. Entweder ergibst du dich und setzt auf einen Handel mit ihm, oder du bist den Rest deines Lebens auf der Flucht. Ein Handel mit Ratzig? Man sagt, er sei ein kluger Mann. Wenn du dich fügst, hast du eine Chance. Genau. Also gut, ich begebe mich geradewegs in die Höhle des Löwen. Gehen wir. Meister Pfeffer brennt sicher viele Fragen auf der Zunge. Guck mal, wir haben es mit Redekunst geschafft, Freunde. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut, dann sehen wir uns in Ratay. Okay. Das war wieder gut. Leider ist Ulrich dabei gestorben. Das tut mir auch ein bisschen leid für Ulrich, muss ich ehrlich sagen. So war das überhaupt nicht gedacht. Aber wir müssen sowieso nach Ratay. Guck mal einer an. Das passt doch.